Großer Schock in New York. Prinz Harry und Herzogin Meghan besuchten eine Preisverleihung und wurden daraufhin von Paparazzi verfolgt. Wilde Verfolgungsjagd mitten im Big Apple, die fast in einem Unfall endete. Prinz Harrys Sprecher äußert sich zu den schrecklichen Nachrichten. Diese unerbittliche Verfolgungsjagd, die über 2 Stunden dauerte, führte zu mehreren beinahe Zusammenstößen mit anderen Fahrern auf der Straße, Fußgängern und 2 Polizeibeamten. Ausgerechnet Harry, der seine Frau vor dem Schicksal seiner eigenen Mutter bewahren wollte, findet sich in dieser Situation wieder.